Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video. Ich habe gleich den Dirk im Interview. Ich bin hier in Bochum, habe das von hier aus aufgenommen, Live-Schaltung nach Dubai. Und Leute, ich bin keiner, der da irgendwie komisch drumherum redet. Ich sage euch jetzt genau, um was es geht. Dirk hat einen Online-Kurs herausgebracht, auf den ich mich so freue. Und den wird er ganz am Ende nochmal erwähnen. Für mich war es jetzt wichtig, dass ihr erstmal einen geilen Content bekommt zu dem Thema Online-Kurse. Und ich habe mich mit Dirk dazu unterhalten und habe mir auch einige Notizen gemacht. Nicht wundern, wenn ich auch während dem Interview ab und zu mal nach rechts oder nach links schaue, weil der Dirk da bei mir auf dem Bildschirm war. In dem Interview wurden einige spannende Dinge erklärt, gerade so auch das Thema, machen Kurse überhaupt noch Sinn? Unter welchem Aspekt machen Videokurse noch Sinn? Nicht nur, um direkt Geld zu verdienen, sondern da steckt noch viel mehr dahinter. Darüber haben wir gesprochen, wozu Kurse eben hilfreich sind. Dann auch so ein bisschen, wie man die Themen seiner Kurse findet. Dirk hat auch am Ende noch ein paar Tipps rausgehauen, wie er die Kurse aufnimmt und so weiter. Also lasst euch darauf ein, weil das Thema Videokurse immer noch aktuell ist, allerdings vielleicht auch ein bisschen anders, wie es vor 10 Jahren war. Und deswegen das Interview in aller Ruhe reinziehen, Notizen machen, es gab ganz viel geilen Input. Und dann melde ich mich nach dem Interview nochmal. Für diejenigen unter euch, die ungeduldig sind, können natürlich direkt ans Ende durchskippen. Und da komme ich dann nochmal auf den Punkt, wie ihr da weitermachen könnt. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Interview. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um so ein bisschen über das Thema Online-Kurse zu sprechen. Ganz witzig, ne? Ich in deinem Studio und du bist in Dubai. Ja, ich bin in Dubai. Hallo, Kelvin. Aber ungewohntes Umfeld. Irgendwie, wo bist du gerade? Das ist der Ausblick aus unserem Konferenzraum. Vor mir steht ein langer Marmortisch mit 10 Stühlen, so wenn wir Team-Meetings haben und so. Wow. Und hinter mir siehst du die Rezeption, der Stuhl, der da steht, da ist normalerweise... Ah, jetzt sehe ich's, da war ich doch, da habe ich doch das Überfallvideo gedreht. Genau, da sind wir, ja genau. Ich kann das okay, mal. Ja, mega. Okay, also Dirk, Thema Online-Kurse, ne? Es ist so... Ich kenne wirklich niemand, der die Frequenz irgendwie mithalten kann, mit Online-Kurse produziert. Ich habe das ja früher ganz oft gemacht. Hast du mal mitgezählt, wie viele Online-Kurse du inzwischen aufgenommen hast, Videokurse? Ja. Morgen kommt der 80. Ja. Morgen kommt der 80. Und 80 Launches, kann man ja dann auch schon sagen. Es gehört ja mehr dazu, nicht nur die Produktion. Ja, 80 Launches mit allem, was dazugehört. Ich erzähle auch nachher mal, wie der Workflow-Prozess ist. Das ist sehr, sehr, sehr spannend, ja. Was war der erste? Erinnerst du dich noch? Ja, also das, wie fing das alles an? Ich kann ein paar schöne Anekdoten dazu erzählen. Erste Anekdote, ich war mit einem Trainerkollegen Pizza essen. Ich weiß noch, in Bochum, ich weiß noch genau wo. Und wir sind dann da rausgegangen und dann habe ich zu ihm gesagt, ich überlege, ob ich meine Vorträge aufnehmen soll und dann als DVD verkaufen soll. Aber ich habe Angst, wenn die Kunden das dann kaufen, dann haben sie ja schon alles bekommen. Ah, der Klassiker. Dann kommen die nicht mehr in meine Seminare. Das ist so ein Kannibalismus-Effekt. Und seine Reaktion werde ich niemals vergessen. Diese Reaktion hat mir Millionen gebracht. Multimillionen gebracht. Er hat einfach nichts gesagt und mitleidig zu mir rübergeguckt. Wirklich, ich werde diesen Blick, diesen Moment nie vergessen. Das war 2010. Und das war für mich der Game Changer. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt fange ich an zu produzieren. Und dann haben wir DVDs produziert. Einmal ganz normale Mitschnitte von meinen Bühnenvorträgen, dann aber auch Mitschnitte von meinen Seminaren. Und du musst wissen, wir haben seit 2008 jedes Seminar mitgeschnitten. Boah. Da gibt es noch einen anderen Grund dafür. Tony Robbins arbeitet gerade an einer KI. Und diese KI wird gefüttert mit allem, was er in den letzten 30 Jahren gemacht hat, weil der das auch getan hat. Der hat auch schon vor mir alles mit Audio und Video mitgeschnitten.
Und die KI kriegt all diesen Content. Wow. Und wenn Toni mal nicht mehr ist, dann kannst du immer noch Toni fragen. Und aufgrund von 30 Jahren Mitschnitten wirst du ziemlich gute Antworten haben. So, also das ist das eine. Aber dann haben wir angefangen und wir haben dann 2011, der Gedanke war, du kannst nicht eine DVD verkaufen. Eine DVD für 99 Euro, das kaufen die nicht. Das ist denen zu teuer. Also haben wir eine DVD-Box gemacht. Wir haben eine Box gemacht, in der, ich glaube, 16 DVDs drin waren. Boah. Das war die Neukunden mit Garantie DVD-Box für 699 Euro. In der Produktion hat uns das ganze Ding 20 Euro gekostet. Es war Wahnsinn. Das war eine Megamarge. Jetzt, Dirk, jetzt bin ich gespannt, wie Umsätze, wie war das damals so? Ja, pass auf. Das ist ganz, ganz spannend. Also, wir haben diese DVD-Box gemacht. 2011 ist sie rausgekommen. Wir haben die das erste Mal verkauft auf dem Sales Masters Forum in Essen. 2011. Da war ich mit einigen Kollegen und jeder hatte traditionell einen Bücherstand. So war das früher. Speaker haben einen Bücherstand und haben dann ihre Bücher dort für 20 Euro das Stück angeboten. So, und jetzt musst du dir aber Folgendes vorstellen. Ein Buch, 20 Euro. Die Marge, die du da dran hast, sagen wir mal 10 Euro. Wunderbar. Und jetzt haben wir zwei Pausen gehabt. In den Pausen konnten die Kunden kaufen. Mit Widmung und so weiter. Und die Stände waren voll. Unser Stand war nicht so voll. Und wir haben auch nicht so viel Stück verkauft. Wir haben auch nur die DVD-Boxen da gehabt. Wir haben die DVD-Boxen dahin gestapelt. Und dann haben wir an dem Tag, ich glaube, 12.000 Euro Umsatz gemacht. Wow. Der Zweitbeste hat 2.000 gemacht. Und das ist das Wichtige. Du wirst mit Büchern niemals in dieser kurzen Zeit so eine hohe Summe machen. Und das waren damals, das war cool. Wir haben extra darauf verzichtet, das günstigste Produkt, was es bei uns am Stand gab, 699 Euro. Kauf es oder lass es. Das war die Botschaft. Und mein Vortrag war gut, war der beste an dem Tag. Und dementsprechend haben wir eben auch gut von diesen Boxen verkauft. Das war geil. So, das war 2011 das erste Produkt, mit dem wir dann digital Umsatz gemacht haben, ohne dass ich auf der Bühne stehe. Man könnte heute sagen, passives Einkommen. Wie hat es angefühlt, Dirk? Da hast du ja erkannt, ach du Scheiße, was geht da? Ja, ich habe 2011 dann ja eine GmbH gegründet, den Bestseller Verlag, und habe meiner damaligen Praktikantin Lisa Göppert einen Job angeboten, nämlich als Geschäftsführerin dieses Bestseller Verlages. Der sollte meine Bücher, DVDs und Hörbücher vermarkten. So ist das entstanden. Also ich habe das schon geschnallt und habe gedacht, okay, ich mache eine eigene Firma, ich mache da mir wirklich den Fokus drauf, ich stelle dafür Leute ein und dann wird das auch wachsen. Das ist auch extrem gewachsen, so ist das nicht. Das hat sich gut angefühlt und vor allen Dingen das Learning war, verkauf keine Bücher mehr, verkauf hochpreisige Produkte, weil am Ende ist es wie in einem Musikkonzert. Du willst am Ende irgendein Souvenir mitnehmen, ein T-Shirt, was weiß ich, eine Tasse oder so. Und wenn es aber nur Dinge gibt, die 700 Euro kosten, dann gibt es zwar viele, die nichts mitnehmen, aber die, die was mitnehmen, nehmen direkt was für 700 Euro mit. Und meine Bedenken von damals, dass das nicht funktioniert, also dass die Kunden eine DVD kaufen und dann nie wieder zu mir live kommen, ist völliger Bullshit. Also die Erde ist ein Menschenplanet und die Menschen wollen das live erleben. Das würde ich nochmal ganz kurz unterschreiben, Dirk, weil das natürlich auch ein ganz großer Punkt ist, wo Leute sagen, wie viel darf ich da verraten und dann werden meine Seminare nicht mehr voll und so weiter. Ich habe auch genau das Gegenteil erfahren, sie werden voller. Und es ist einfach noch zusätzlich, weil wie du schon sagst, eine andere Energie. Du kaufst ja trotzdem Musiktonträger, obwohl du dann live irgendwie mit dabei bist. Das schneidet sich nicht. Viele denken immer, das wäre das Gleiche, aber ist ja Quatsch, ist es ja nicht. Ja, und du gehst auf das Konzert deiner Lieblingsgruppe. Jedes Lied, was die da spielen, kennst du.
Du kennst das so gut, dass du sogar mitsingen kannst. Ja, und ja, trotzdem. Und du feierst dieses Konzert, weil es so emotional ist, aber es gab nichts Neues. Es war alles gleich und du hast einfach gesagt, es war einfach geil. Gut. Ja, alright, ja. So dann 2016. Also wir haben das dann mit den DVDs immer weiter produziert. Wir haben dann die zweite große Box gemacht. Also wir haben jedes Jahr irgendein Medium produziert. Bis 2016, im Juni 2016 haben wir den Kurs von 2011, Neukunden mit Garantie, den haben wir einfach digitalisiert. Wir haben da kleinere Häppchen draus gemacht und haben den als Online-Kurs hochgeladen und haben den über unsere damals 11.000 Abonnenten starke Liste, haben wir den vermarktet. Es gab keine Werbung, es gab kein PPC, da waren wir noch gar nicht und haben in 2 Tagen mit dem Kurs, mit Content, den wir 2011 veröffentlicht haben, 111.000 Euro Umsatz gemacht. Das war der erste reine Online-Kurs, ohne dass wir physische Pakete mit der Post verschicken mussten. Wahnsinn. Das war geil. Das war auch für mich wieder, wow, guck mal, wie geil. Also ja, so ging das los, 2011, 2016. Okay, also diejenigen, die das Video jetzt sehen, liebäugeln ja auch, geil, Online-Kurse, könnte auch was für mich sein und so weiter. Jetzt kam ja irgendwann auch YouTube, wurde immer präsenter, die Videos auf YouTube wurden immer inhaltsvoller und da hört man auch immer so ein Vorurteil, warum viele nicht starten, das gibt's ja alles schon auf YouTube. Und ja, natürlich steigt da auch die Qualität und man findet da alles. Aber was ist deine Argumentation, warum trotzdem Menschen Kurse kaufen, obwohl es angeblich ja alles auf YouTube gibt? Ja, es gibt alles bei Google, es gibt alles bei Amazon, es gibt alles bei YouTube. Darum geht es aber nicht. Es geht nicht um noch mehr Wissen. Es geht um Struktur, es geht um Orientierung. Das, was wir da kaufen, ist der rote Faden. Gib dir ein Beispiel. 2015 habe ich Karl S. beobachtet und auch kennengelernt, 2015. Karl S. war damals der Nummer 1 Fitness-YouTuber in Deutschland. Er hatte 2.500 Fitness-YouTubes online und hat aber dann parallel einen Online-Kurs zum Thema Fitness-Training verkauft. So, und dann habe ich gesagt, aber du hast doch alles bei YouTube. Warum soll einer denn jetzt das bei dir kaufen? Und dann hat er gesagt, weil die Leute keine Lust haben, sich die einzelnen Schnipsel zusammenzusuchen. Es ist wie ein Puzzlespiel. Mit dem Online-Kurs kaufst du dir das Bild auf dem Karton. Mhm. Wenn du das Bild auf dem Karton hast, dann kannst du die Teile gut zusammenbauen. Und das ist es. Wir kaufen uns Orientierung. Ich habe ganz viele Sachen online. Es ist ja noch was anderes, noch der Bikini-Effekt. Kelvin, du hast da nicht so den Zugang, aber normale Männer. weißt du, die Mädels am Strand zeigen 90% ihrer Haut. 10% ist von Textil bedeckt. Für diese 10% machen wir Männer uns zum Affen. Für diese 10% reden Schöne Metapher. Wir um diese letzten 10% auch noch zu sehen. Ja. So, und das ist das Gleiche bei Online-Kursen. Du kannst bei YouTube, im Podcast, du kannst 90% rausgeben. Aber am Ende ist es die Struktur, die Orientierung, das Bild auf dem Karton des Puzzles und die fehlenden 10%, damit das alles funktioniert. Das ist wie eine Handynummer. Wenn du einen Zahlendreher drin hast oder eine Zahl fehlt, wird die Nummer nicht funktionieren. Und das ist das Gleiche bei den Online-Kursen. Du kannst 90% dir bei YouTube angucken, aber es fehlen nachher 10%, die du brauchst, damit das Ding fliegt. Also, ich sage auch immer, Dirk, es geht ja auch um Zeit. Ne? Und viele wollen einfach die Zeit nicht investieren. Ich sage immer 2 Dinge. Erstens, ja, es gibt alles auf YouTube, nur nicht von mir. Und wenn es sich von mir interessiert, da eben nicht. Und das Zweite, was ich immer sage, ja, dann viel Spaß beim Zusammensuchen. Guck mal, wie lange du brauchst. Ja, der Haken ist, das ist ja rein theoretisch.
Das ist wie, nochmal, du hast ein Puzzle mit 1000 Teilen, aber du hast nicht das Bild. Ja, jetzt frage ich, wie lange brauchst du, um das zusammenzusetzen? Dann sagen die Leute ja vielleicht 4 Stunden, 6 Stunden. Stimmt nicht. Nach 2 Stunden bist du völlig frustriert und verzweifelt und du schmeißt es hin. Und das ist das Gleiche. Die fangen dann an, sich bei YouTube was zusammenzusuchen, sind aber völlig verwirrt, weil Guru A sagt A, Guru B sagt A ist scheiße, du musst B machen. Und Guru C sagt wiederum, du musst was ganz anderes machen. Und jetzt konsumieren sie 3 verschiedene Gurus und sind still confused, but on a higher level. Und geben auf, sie machen es nicht. Und das ist der Punkt. Wir haben ein Online-Programm, das nennt sich Akquisemaschine. Und das geht 12 Monate. Und das ist Schritt für Schritt, sind 18 Module. Und ich sage den Leuten, das macht nur Sinn, wenn ihr nicht nach rechts und links guckt. Wenn ihr jetzt anfangt, bei dem oder bei dem Guru noch zu gucken, dann seid ihr lost. Weil ihr dann zweifelt und hinterfragt und ihr meint, ihr wüsst es besser. Lasst das. Bitte macht nur das. Hört keine fachspezifischen Podcasts mehr, liest keine Bücher mehr. Macht das jetzt. Und du musst ja nicht 12 Monate machen, mach es 3 Monate. Und wenn du nach 3 Monaten deine Erfolge siehst, dann können wir reden. Ja. Und das ist die Gefahr. In der heutigen Zeit, ich habe ein Interview gehört, da hat der Interviewer gesagt, das ist mentale Masturbation, was wir da machen. Mentale Masturbation. Wir lesen jede Woche irgendein Buch. Wir kaufen uns was auch immer und kommen nicht ins Umsetzen, nicht ins Handeln. Das ist mentale Masturbation. Du wirst so nie ein Kind zeugen. Nie. Wir auch. Okay? Ja, also von da YouTube, tolle Sache, aber du kaufst die Struktur. That's it. Ja. Und du kaufst die letzten 10%. Dazu haben wir ja gleich auch noch was, wie du das Thema Kurse, Austausch und so weiter auch so geil miteinander kombinieren kannst. Zuvor habe ich aber noch eine Frage. Und zwar, früher behaupte ich, hat man schon Kurse auch primär gemacht, du konntest damit richtig viel Kohle machen. Heute kann man das ja aber auch einsetzen, um, ich sag mal, so ein bisschen Funnel und so weiter. Mich würde interessieren, was sich bei dir geändert hat in den Kursen im Vergleich so zu den ersten und unter welchem Aspekt du heute auch Kurse erstellst, weil du hast ja eine hohe Frequenz, da kommt ja eigentlich gefühlt jeden Monat ein neuer Kurs raus. Ist es jetzt primär, um damit viel Geld zu verdienen oder steckt da vielleicht sogar ein anderes System dahinter? Das ist jetzt die Schlüsselfrage dieses Interviews. Egal was noch kommt, das ist die Schlüsselfrage. Wozu überhaupt Online-Kurse? Erinner dich mal, wir haben zusammen einen Kurs gemacht vor ein paar Jahren. Da ging es um erfolgreich selbstständig. Und den haben wir gemacht, um damit Geld zu verdienen. Also das erste Motiv, Online-Kurse zu machen, ist passives Einkommen. Du investierst einmal deine Zeit für die Produktion und Aufnahme des Kurses und ab jetzt läuft dieser Kurs jahrelang. Jahrelang. Also den Content von 2011 verkaufen wir noch heute. Was? Und die Teilnehmer feiern das immer noch. Die sagen zwar, Dirk, du siehst ganz anders aus, weil ich habe keinen Bart und ja, heute viel mehr Falten, aber wie auch immer. Du produzierst einmal was und dann hast du dauerhafte Einnahmen, ein passives Einkommen. Du könntest also der digitale Nomade sein. Du könntest nach Bali gehen, in deiner Hängematte jeden Monat einen Online-Kurs aufnehmen und du könntest davon leben. Es ist easy. Also erste Variante, Geld über Einnahmen, passives Einkommen, dauerhaft über Online-Kurse. So, jetzt geht's aber weiter. Das ist das Denken ganz klein. Das sind die Leute, die in dieser Größenordnung denken. Das sind die, die sagen, ich brauche 5.000 Euro im Monat und dann geht's mir gut. Davon kann ich gut leben in Thailand oder Bali. Alles klar, könnt ihr alle machen. In Dubai nicht eine Woche, aber ist was anderes. So, dann der andere Weg ist, und jetzt nehme ich mal ein Beispiel von jemandem, den du auch kennst, Daniel Garofoli. Mhm. Daniel ist Immobilienunternehmer, längst nicht mehr Makler, er ist Immobilienunternehmer. Und Daniel hat dann nach vielen Starbucks-Walks mit mir einen Online-Kurs aufgenommen, nämlich zum Thema Investieren in Dubai-Immobilien. Wie geht das? Worauf musst du achten?
Und er verkauft den Kurs für 199 Euro. Davon hat er viele tausend Kurse verkauft. Es geht aber nicht um die 199 Euro, die interessieren ihn nicht die Bohne, sondern er gewinnt damit Leads, er gewinnt damit qualifizierte Kundenanfragen. Wer kauft sich denn als Deutscher, Österreicher oder Schweizer einen Online-Kurs zum Thema in Dubai-Immobilien investieren? Das macht ja nicht Lieschen Müller, die Putzfrau. Das macht ja jemand, der sein Geld absichern will. Okay, also der generiert Leads, er generiert qualifizierte Kundenanfragen, die er anrufen kann. Jetzt geht's aber weiter. Die Kunden arbeiten jetzt den Kurs durch. Jetzt hat der Kunde mit dem Kurs 3 Stunden mit Daniel verbracht. Drei Stunden. Und der Kunde. Der vertraut Daniel. Der weiß, Daniel hat Ahnung. Daniel hat ihm alle Fragen beantwortet. Daniel kommt sympathisch rüber. So, das heißt, ich baue Vertrauen auf. Und jetzt gibt's den spannenden Effekt. Der Kunde ruft jetzt bei Daniel im Büro an und sagt, ich hätte gerne 3 Apartments. Dann sagen die, wie kommst du denn da drauf? Sagt er, pass auf, ich weiß ganz genau, was ich will. Ich habe nämlich den Kurs durchgearbeitet. Ich will das, das, das und so und so und so will ich das. Das heißt, du gewinnst Leads, du qualifizierst die Leads, du wärmst die Leads mit Vertrauen auf, du educatest die Leads, also du bildest sie aus. Sie haben das Wissen, was du ihnen eigentlich im Verkaufsgespräch noch beibringen müsstest. Plus, du hast einen kürzeren Sales Cycle, weil sie sofort eine Kaufentscheidung treffen können. Aufgrund dieses Wissens, aufgrund der 3 Stunden in Daniel ins Gesicht gucken, am Computer oder am Fernseher, sagen die, alles klar, das ist ein guter Typ, dem traue ich und da schicke ich mein Geld hin. Daniel hat Kunden, die haben mehrere Immobilien bei ihm hier in Dubai gekauft, die waren noch nie in Dubai, Ist aber auch scheißegal, weil sie ihm vertrauen. So, das ist eine viel intelligentere Möglichkeit. Und das ist, wenn du so denkst, dann sagst du, ja, 5.000 Euro im Monat mit Online-Kursen, geil. Wenn du jetzt aber mal groß denkst, und Daniel ist neunstellig im Umsatz, wenn du groß denkst, machst du da ganz andere Dinge mit. Also, meine Funktion bei Online-Kursen ist Vertrauensaufbau. Wir generieren damit Leads. Ja. Die Kunden kaufen das, verbringen mit mir 1, 2, 3, 4, 5 Stunden, glauben mir, vertrauen mir und kommen dann in meine Seminare oder buchen dann die Jetstream oder machen irgendwas anderes. Wir haben jetzt, also das ist das Eigentliche. Das ist die eigentliche Strategie hinter einem Online-Kurs. Ich würde da ganz kurz mal zusammenfassen, jetzt auch gerade so für meine Zuschauer nochmal, die jetzt vielleicht da auch noch nicht so tief drin stecken und drüber nachgedacht haben. Also das eine schließt ja das andere nicht aus. Du kannst ja trotzdem noch Webinare machen und so weiter. Aber wenn man das jetzt mal, wenn man es geschickt anstellt, so wie Dirk das empfiehlt, ist es im Prinzip ein Webinar, wo du bezahlt wirst, aber gleichzeitig der Kunde so krass davon profitiert. Weil das ist ja, wie wenn du jetzt sagst, Dirk, angenommen, du willst wissen, wie man Online-Kurse erstellt. Dirk, kannst du mir mal bitte in ein paar Stunden erklären, wie man einen Online-Kurs erstellt? Die meisten können es ja gar nicht zahlen. Vor allen Dingen macht das Dirk ja eigentlich gar nicht. Du kriegst jetzt einfach das ganze Wissen sauber präsentiert zu einem super fairen, finanzierbaren Preis. Also gewinnst du ja schon mal, wer das kauft. Und dann für den Dirk ist dann gleichzeitig auch, guck mal, die kennen mich jetzt schon, die kennen meine Art und Weise, sie konnten sich überzeugen, dass ich wirklich was auf dem Kasten habe und jetzt würde ich gerne noch weitergehen. Also im Prinzip gewinnen alle perfekt und du verdienst schon im Frontend Geld. Also bei einem Webinar zahlst du ja oft, dass die Leute mit reingehen. Und wie gesagt, das eine schließt das andere nicht aus. Bei einem Kurs verdienst du, der Kunde gewinnt und die Reise kann trotzdem gemeinsam weitergehen. Und alle haben ein gutes Gefühl, sind sich nicht mehr fremd, kaufen keine Katze im Sack und so weiter. Also eigentlich unter dem Betracht, Mega-Jackpot. Mega-Jackpot. Deswegen, ja. Dirk, wie viel Geld hast du schon mit Online-Kursen gemacht? Multimillionen. Mhm. Multimillionen. Warum? Weil das eine sind die Einnahmen aus den Online-Kursen, aber das andere ist den Upsell, den wir dadurch haben, den Mehrverkauf, den wir dadurch haben. Und das ist elementar. Es gibt noch einen Blickwinkel.
Du möchtest mehr Sichtbarkeit und das musst du dir in Social Media heute erkaufen. Du musst Anzeigen schalten. Organisch passiert da nichts mehr, sind wir uns einig. So, und jetzt kriegst du 199 oder sagen wir, ja, also bei Daniel Garofoli, in dem Beispiel zu bleiben, der Kunde zahlt 199 für den Kurs. Und jetzt nimmt Daniel die 199 Euro und packt die komplett in Meta rein, sodass Facebook und Instagram noch mehr Werbung machen. Und dann kauft der Nächste und dann packt er wieder die 200 da rein und wieder die 200. Und dabei sammelt er immer mehr Leads ein, hat immer mehr Sichtbarkeit in Social Media, weil die Anzeigen überall ausgespielt werden. Und schlussendlich kostet es ihn nicht einen Cent, weil er das alles refinanziert. Seine Kunden finanzieren sein komplettes Marketing. Das ist so geil. Das ist geil, ja. Also Leute, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, weil ich weiß, dass in meiner Community viele sind, die liebäugeln, Kurse zu erstellen, um damit Geld zu verdienen. Bitte denkt nicht an den reinen Umsatz der Kurse. Da bleibt ja auch was hängen, keine Frage. Und wie Dirk schon sagt, ist auch eine gute Möglichkeit, passives Einkommen, ist natürlich auch ein bisschen an Reichweite gebunden. Aber selbst wenn ihr keine Reichweite habt, ist es auch eine Möglichkeit, darüber Reichweite zu generieren. Dass sich eben das weiter erspricht. Guck mal, da gibt's einen Kurs und so weiter. Also nicht mehr alleine deswegen Kurse erstellen, um in der Hoffnung da direkt 100, 200.000 zu machen. Das ist was, geht nur mit großer Reichweite, sondern immer langfristig denken, dass ihr andere davon überzeugen könnt, dass die bei euch richtig sind, dass ihr Ahnung habt, damit die dann auch weiterziehen. Und letztendlich dieses YouTube-Video, ihr habt jetzt von Dirk einige Tipps bekommen zum Thema Online-Kurse. Und im Prinzip passiert jetzt das Gleiche. Ihr sagt, Mensch, das war schon mal geil. Danke, ihr habt dafür keinen Cent bezahlt. Und jetzt ist vielleicht der ein oder andere von euch dabei, der oder die sagt, okay, interessiert mich jetzt noch mehr. Ich will jetzt einen Online-Kurs erstellen. Aber wie macht man das? Und jetzt stelle ich euch vielleicht die Frage, Dirk, gibt's da schon was von dir, wo du das erklärst? Kannst du nicht was dazu machen? Bitte liefer mir mal alles auf dem Silbertablett. Erklär mir mal, wie du einen Kurs produzierst, wie du das alles machst und so weiter. Und jetzt kommt von mir die Einladung, bleibt dran, denn das wünsche ich mir auch schon lange von dir, wie du das machst, weil ich weiß ja, wie ich es mache. Und dadurch, dass ich jetzt schon weiß, Dirk, du warst da an was gesessen und hast dich hingesetzt. Hast du das schon mal davor verraten, erklärt, wie du Online-Kurse alles so machst, wie du es jetzt gemacht hast? Also es gab ein Meeting im letzten Jahr bei der Jetstream. Da hat der Robert Klipp ein Flussdiagramm gezeigt mit dem kompletten Workflow eines Online-Kurses. Wie funktioniert das bei uns? Also die Jetstreamer haben schon mal das Bild gesehen, wie die Struktur ist. Aber ich war in der letzten Woche im Studio und habe exakt einen 2 Stunden 40 Online-Kurs aufgenommen, nämlich wie man einen Online-Kurs macht. Also ich will ihn haben, Dirk. Ja, 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 das war das Thema, was ich mir schon so lange gewünscht habe. Bitte sag mir, wie du es machst. Ja, und das ist, also bei manchen Sachen ist es wirklich komplex und manche Sachen sind total einfach. Also ich kann gleich mal so 3 Beispiele geben, wo alle denken, boah, das ist bestimmt so schwierig und das ist easy, ganz easy. So, also der Kurs kommt. Ich kann auch jetzt schon sagen für die Ungeduldigen, wie wir den veröffentlichen. Darf ich ganz kurz zwischen rein, Entschuldigung, wenn du den jetzt verkaufst, zu welchem Preis würdest du jetzt sagen, wenn du ihn launchen würdest, wie gehen die in der Regel, weil du hast ja dir jetzt was krasses anderes überlegt, aber wenn du die jetzt launchen würdest, in welcher Preissumme würden wir da reden? Ja. Also der Kurs ist sicherlich mehrere tausend Euro wert. Ja, das auf jeden Fall. Wenn die richtige Person den in die Finger bekommt, also jemand, der zum Beispiel in einem Fachbereich ein Experte ist und der immer nur Zeit gegen Geld tauscht und der möchte jetzt endlich mal das digitalisieren und skalieren und der möchte passiv Geld verdienen, dann ist das für den sehr wahrscheinlich eine hohe fünfstellige Summe wert. Aber neue Online-Kurse in der Größenordnung, also 2 Stunden 40, geben wir raus für 399 Euro. Mhm. Und wenn wir den launchen, dann machen wir das normalerweise so, dass wir den 48 Stunden lang für 99 Euro anbieten. Das machen wir seit
5 Jahren ist das unser Muster. 400 Euro, wenn du es außerhalb des Lounges kaufst, und wenn du es im Lounge kaufst, weil er gerade neu ist, dann kriegst du ihn für 99 Euro. So, das wäre jetzt normalerweise der Weg, aber das ist jetzt ein Online-Kurs, den wir nicht öffentlich launchen. Also diesen Content bekommst du nur, wenn du in der Vertriebsoffensive Community bist. Also, ich denke, wenn ihr Kelvin folgt, dann wisst ihr, was die Vertriebsoffensive Community ist. Wir haben diese Gruppe auf School und Kelvin ist da mit unheimlich viel Herzblut dabei und von mir kommen auch immer wieder wichtige Sachen da rein. Und wir wollen einfach eine geile Community da zusammenbringen. Menschen, die hungrig sind, die umsetzen wollen, die Gas geben wollen, die Erfolg haben wollen, die positiv sind. So, und ich will einfach, dass diese Community extrem viel Wissen bekommt, was andere nicht bekommen. Und deswegen packen wir diesen Online-Kurs morgen gratis in diese Gruppe rein. Leute, ich verrate euch was. Wirklich. Das war nie geplant. Ich habe zum dir gesagt, hey, so eine vertriebsoffensive Community, ich will das supporten, lass uns das machen, weil ich bin fest davon überzeugt, dass der Austausch viel wichtiger ist als nur Wissen. Und wenn man Wissen tankt, wo kann man es dazu noch austauschen, wie die Umsetzung aussieht, sich Feedback geben und so weiter. Und wir haben die VO-Community gelauncht und da sind schon krasse Kurse drin. Also krasse Kurse im Wert von über 1.000 Euro. Und dann hat Dirk gesagt, er macht so den Kurs. Und das feiere ich an dir, Dirk, dass du auch immer wieder die Dinge ausprobierst. Mhm. Und Leute, das ist jetzt ein Experiment. Ich weiß, ihr könnt nicht davon ausgehen, dass da immer Kurse reingehen. Aber meine Empfehlung ist, dass ihr, weil der Zugang zu der Community, wo schon die Kurse drin liegen, für mehrere hunderttausend Euro mit Live-Events und so weiter, kostet nur 99 Euro. Das heißt, und da sind noch Tickets für die VO mit drin. Das heißt, ihr kauft den Kurs und kriegt on top die Community für 4 Wochen Zugang, die alle anderen Kurse, die drin sind, vertriebsoffensive Tickets, exklusive Live-Events. Also eigentlich kaufst du einen Kurs und kriegst noch alles on top mit dazu. Und nochmal, das war nie geplant. Dirk hat gesagt, dann lass uns doch mal da rein. Lass uns doch mal die belohnen, die da drin sind. Und ich so, dein Ernst? Echt jetzt? Wie geil ist das denn? Ja. Und deswegen, Leute, also meine Empfehlung habt ihr und der Kurs kommt da rein. Einfach so, on top zur Community. Irre. Und ich bin so heiß auf den Kurs, Dirk. Sag mal, kannst du ein paar so ein bisschen Insights verraten, um was es da so alles geht? Du hast jetzt den Kurs aufgenommen. Ja, also ich wollte Vorgeschmack. Drei Sachen geben, die überraschen, die auch in dem Kurs drin sind. Also im Grunde genommen sind es 3 Teile. Es ist einmal die komplette Vorbereitung. Dann ist es, wie nimmst du ihn auf, worauf musst du achten? Und danach ist es, wie machst du ihn Launch? So, das sind die 3 Sachen. Vermarktest du ihn richtig? Also wirklich, da sind ein paar Anekdoten bei, die ich noch nie irgendwo erzählt habe. Das sind Sachen bei, das kann dir auch keiner erzählen, weil 80 Kurse, bei aller Liebe, ich kenne keinen, der 80 Kurse hat. Ich kenne keinen. Einen habe ich. Ausnahme, Kelvin. Ich habe tatsächlich schon über 80 Kurse aufgenommen. Geil. Doch, also. Aber ich bin ja, also da gibt's, ich kenne wirklich auch niemanden. Deswegen hat's mich gewundert, Dirk, wie kannst du so viele Kurse, meine sind halt aus der Photoshop-Zeit, muss man dazu sagen. Ja. Aber das ist Wahnsinn. Wunderbar. Also in den USA wäre es noch Ty Lopez, der hat auch schon so viele aufgenommen, aber danach, sorry, fällt mir keiner. Das sind 80 Launch-Erfahrungen. Das musst du dir mal vorstellen. Du machst eine Erfahrung mit einem Launch und denkst, scheiße, beim nächsten Mal machen wir's besser. Und keiner von euch hat 17 Launches gemacht oder 20 und 80. Deswegen bin ich ja so heiß drauf, weil ich bin echt gespannt. Ja, so, jetzt geil. 3 Überraschungen. So, wo fangen wir an? Wir fangen bei der ersten an. Ja, mir fällt kein Thema ein. Wo soll ich denn einen Online-Kurs zu machen? Dirk, kann doch nichts, ich bin doch nichts. So, und jetzt nehme ich das Beispiel. Jemand macht Abitur, 12. Klasse und bietet Englischunterricht an, also Englisch-Nachhilfe an für Schüler in der 7. und 8. Klasse. Jeder, der in der 12. Klasse ist, weiß mehr über Englisch
als die in der 6. und 7. Klasse und in der 8. Klasse. Der kann denen helfen. Das ist wie eine Treppe mit den Stufen. Mhm. In der 12. Klasse steht der hier. Der steht auf Stufe 12. Und der kann jedem helfen, der da drunter ist. So, und jetzt anstatt seine Zeit zu tauschen gegen Geld, macht er einfach einen Online-Kurs. Er macht einen Online-Kurs und sagt so, so kommst du, was Englisch angeht, super durch die 7. Klasse. Das ist der Online-Kurs für 19,90 Euro für Schüler in der 7. Klasse. Und Achtung, liebe Eltern, wenn euer Sohn, eure Tochter irgendwie in Englisch scheiße ist und ihr wollt nicht, dass das eine 5 ist auf dem Zeugnis, dann kauft diesen Online-Kurs und lasst euren Sohn den durcharbeiten oder arbeitet den mit dem zusammen durch. Das heißt, ich habe einen digitalen Nachhilfelehrer. Und jetzt kann dieser Abiturient, der gerade 18 ist, der kann jeden Monat ein paar tausend Euro auf seinem Konto verzeichnen. So geil. Und er muss nicht bei McDonald's in der Küche helfen, was Studenten normalerweise machen. So, das ist also der erste Gedanke. Du weißt immer etwas mehr als andere. Angenommen, du bist Mutter, du hast 3 Kinder zur Welt gebracht und deine Kinder konnten von Anfang an durchschlafen. Ja, geil. Mach einen Online-Kurs. Wie kann dein Kind sofort durchschlafen? Ey, und für den Online-Kurs zahlen Eltern mit solchen Augenringen, die jede Nacht nur 2 Stunden schlafen, jeden Preis. So, also das erste Überraschende ist, das ist eine Denkblockade, dass die meisten denken, ja, aber mir fällt nichts ein. Bullshit. Also ich brauche eine halbe Stunde Gespräch und ich sag dir anschließend 5 Online-Kurse, die du aufnehmen kannst, egal mit wem. Setz mir irgendjemand jetzt hier hin, eine halbe Stunde rede ich mit dem und danach sage ich ihm, ich schreibe dir jetzt 5 Titel auf und das sind die Online-Kurse, die du aufnimmst. So, jetzt kommt das Zweite, nämlich, ja, wie mache ich das denn? Mal angenommen, ich bin diese Frau mit den 3 Kindern und ich habe das Thema Durchschlafen. Ja, da habe ich Expertise, super. Jetzt gehst du hin und fütterst, zweiter Tipp, ChatGPT. Du sagst, ChatGPT, ich möchte einen 2 Stunden oder 2,5 Stunden Online-Kurs aufnehmen zum Thema, jedes Kind kann durchschlafen. Die Zielgruppe sind Eltern, die gerade ein Kind bekommen haben. Das kann die Erstgeburt sein, aber 2. oder 3. Bitte erstell mir mal, welchen Content da rein, was wäre ein vernünftiges Inhaltsverzeichnis. Wow. So, und jetzt macht ChatGPT das. Und jetzt kriegst du auf einmal 10 Seiten ChatGPT. Und das machen wir genauso. Das macht bei mir Lukas. Lukas ist derjenige, der die Konzeption der Kurse macht. Dann nimmt der das, was er weiß und was ich ihm erzählt habe und flanscht das da noch an. Aber die Grundstruktur ist immer von ChatGPT und die ist intelligent, weil ChatGPT sagt dir, was der Markt gerade wirklich will, was die Leute suchen, was sie interessiert und nicht, was du dir gerade ausdenkst. Das ist geil. Wenn du noch ein anderes Tool haben willst, dann nimmst du Answer the Public. Geil, ja, Klassiker immer noch. ChatGPT, Answer the Public, ja. Und du machst den geilsten Online-Kurs. So, und jetzt kommt der dritte Tipp, auch, ich mache das im Studio, so wie bei dir da gerade, ne? Also Licht ist super, Ton ist super, 3 Kameraeinstellungen, mega teures Equipment, ja. Ich habe aber auch Online-Kurse aufgenommen, zum Beispiel Entscheider erreichen ist ein Online-Kurs. Er geht nur 90 Minuten, hat aber Content, der ist Gold wert. Mhm. Den habe ich aufgenommen mit Loom. Ich habe mir eine PowerPoint machen lassen. Da sind, glaube ich, 30 PowerPoint-Charts. Und dann habe ich Loom, das ist gratis im Internet. Dann hast du die große Präsentation. Dann hast du links oder rechts unten ein kleines Bild von dir, ein Live-Bild. Und jetzt nimmst du diese Online-Kurse auf. Und dann habe ich irgendwie 10 Kapitel aufgenommen, 1,5 Stunden. Geil. Und fertig. Also kostet nichts. Du brauchst einfach nur die Kamera, die du eh bei deinem Handy hast oder die du eh in deinem Notebook hast. Ja. Und dann kannst du das aufnehmen. Und deshalb, viele denken viel zu kompliziert. Und für die ist der Online-Kurs extrem wertvoll, weil sie endlich ihre Blockaden in der Birne mal wegkriegen. Das ist wie ein Buch. Ein Buch wird nie fertig. Ein Online-Kurs wird auch nie fertig. Du musst den als fertig erklären. Und wichtig ist,
Wenn der Online-Kurs 6 Stunden geht, kaufen die Leute den nicht. Die haben da keinen Bock drauf. Ein Buch mit 500 Seiten kaufen die Leute. Komm, die Hardcore-Tipps, ey. Du haust ja hier schon die krassesten Tipps überhaupt raus. Ja, also wenn... Das ist, Leute, wertvoll, was ihr jetzt hört hier. Ja. Dein Online-Kurs muss 2 Stunden gehen. Der kann mal 2,5 gehen, der kann mal 1,5 gehen. Aber wenn der zu lang ist, kaufen wir den nicht. Früher haben sie sich gefreut, 14 Stunden Videotraining, ja, weil da no gab es noch nicht viel. Heute kannst du das verhacken. Komm auf den Punkt. Ja. So, nur, ja, geil. Ja. So, also das sind so ein paar Insights nochmal in dem Online-Kurs ganz ausführlich. 2 Stunden, 40 Minuten. Was musst du vorher alles machen? Total easy. Es gibt einen roten Faden, es gibt eine Schablone zum Ausmalen. So, und dann der Hauptteil, wie nimmst du den auf, wie produzierst du den? Auch easy. Und dann kommt nachher der Launch. Der Launch ist da ist viel Marketingwissen drin. Musst du nicht machen. Also es gibt auch da Abkürzungen. Es gibt ganz einfache Launch-Varianten. Und dann gibt es aber auch ganz große. Und ich stelle beide Varianten vor. Die kleinen und eben auch die großen, wie wir das machen. Und danach weißt du genau, wie das geht. Und mit dem Kurs, also selbst wenn du jetzt noch mal ein Gedanke, du bist Angestellter, du bist in deinem Job unzufrieden und du hast immer zu wenig Kohle. Du bist alleinerziehende Mutter, du bist Student und hast keine Kohle, du keine Ahnung, was das Problem ist, du brauchst Geld. So, jetzt gehst du in die Buchhandlung und du kaufst dir 5 Ratgeber. Ratgeber, die dich interessieren, Themen, die dich interessieren. So, und jetzt liest du die Ratgeber durch und machst, also du kaufst zu jedem Thema einen Ratgeber. Und jetzt machst du zu jedem Thema mit dem Content des Ratgebers einen Online-Kurs. Mhm. Fertig. Die Leute kaufen weniger Bücher. Sie lesen ungern. Aber Online-Kurse durcharbeiten, ist die Motivation viel höher. Ja. Und dann ist dein Geldproblem weg. Dann ist dein Geldproblem weg. Dirk. Also Leute, ich werde gleich nochmal ein schönes Outro aufnehmen mit meinen Gedanken. Ich habe hier ein bisschen mitgeschrieben, nochmal, wo ich selber eine Empfehlung ausspreche. Ich habe zu diesem Zeitpunkt noch nicht den Kurs gesehen und ihr glaubt nicht, wie sehr ich mich freue, als ich schon davon gehört habe. Und Leute, ich habe, wie gesagt, auch schon 100 Kurse aufgenommen zu damals. Mich interessiert es einfach, weil so wie Dirk das macht und wie er sie gelauncht hat, habe ich es natürlich nie gemacht. Ne? Das ist ein ganz anderes Level. Und ich bin so gespannt drauf. Und Leute, 99 Euro inklusive eine Community, alles, was dazu gehört, das ist ein Witz, das geschenkt. Aber dazu sage ich gleich noch was. Dirk, erstmal ein fettes Dankeschön. Ich bin gespannt, was noch alles kommt. Gerade auch danke, dass es die Vertriebsoffensive Community gibt. Danke, dass du da auch immer so Videos schickst, exklusive, dann die Live-Calls. Also ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die nächste Vertriebsoffensive in Berlin. Es gibt noch Tickets, wenn nicht, schreibt mir einfach, dann schicke ich euch da was zu mit Tickets. Ich werde jetzt auch auf jeder Vertriebsoffensive wieder sein, also ich freue mich auf alles, was noch kommt. Endlich arbeiten wir mal wieder zusammen, nach dem letzten erfolgreich Selbstständig-Kurs und das jetzt auf einem ganz anderen Level. Geil, also danke für deine Zeit und wir werden noch einiges zusammen rocken. Kevin, ich danke dir. Das wird geil. Ich freue mich. Das wird sehr geil, ja. Nächste Woche. Nächste Woche ist Vertriebsoffensive in Berlin und wir sehen uns. Ich hoffe, ich sehe ganz viele, die sich das jetzt angucken und anhören. Kevin, yes. Vielen Dank. Vielen Dank, Dirk. So, jetzt können wir eigentlich Recording stoppen. Ja, und dann schickst du mir das. Andi, du kannst es da noch ein bisschen anstückeln. Ne? Ich mache jetzt noch einen geilen Pitch für meine Leute am Ende. Ja. Wo ich es nochmal richtig empfehle und nehme jetzt noch ein Intro auf und dann haue ich das in den nächsten Tagen direkt raus. Ja, so schnell wie möglich. Also Instagram läuft immer noch, der Livestream. Ich erzähle auch gleich zum Ende noch was dazu. Hau so schnell wie möglich raus, weil morgen... Das ist hart, Alter. Ich freue mich so auf diesen Kurs. Ja. Ich will den, als du das Thema gesagt hast, das Erste, was ich gedacht habe, war, ich bin ein Fuchs. Ich bin ja schon drin in der Vertriebsoffensive Community. Ich brauche dich schnell mal anhauen. Ey, kannst du mir den Kurs rüber schicken oder wo kriege ich den? Dann denke ich, wie geil. Ich warte nur drauf, bis er fertig ist. Ich bin wirklich selber so heiß drauf. So geil. Wird geil. Ja, Dirk, ich mache mich wieder an die Arbeit. Danke nochmal. Ich auch. Dankeschön. Tschüss. Bis dann.
So, Freunde, das war das Interview. Und jetzt habe ich noch mal ein paar Gedanken für euch. Ich habe den Kurs wirklich noch nicht gesehen und ich freue mich mega drauf, den anzuschauen. Und ich sag's euch ganz ehrlich, ich würde mir den sofort holen. Also mir wäre es egal, ob er 300 oder 400 Euro kostet. Wenn ein Dirk Kräuter mehr als 2 Stunden drüber erzählt, wie er Online-Kurse produziert, aufnimmt, wie er vorgeht, ich würde so am Rechner sitzen und würde mitschreiben. Ich würde alles inhalieren und ich bin so froh, dass ich in dieser Community bin und wirklich meine herzlichste Empfehlung. Geht nur 1 Monat mal in diese Community, holt euch diesen Kurs, zieht euch alles rein, was noch in der Community ist und dann geht er wieder raus, wenn er sagt, pass auf, ich brauche das alles nicht. Dann hat sich schon dicke gelohnt. Lasst euch diesen Kurs nicht durch die Lappen gehen und gönnt euch das Ganze. Ich habe schon immer gesagt, bitte nehmt nicht einfach Kurse auf, einfach so drauf los, sondern profitiert von den Erfahrungen von Leuten, die das schon oft gemacht haben. Und wenn ihr in der VO-Community seid, könnt ihr natürlich auch gerne dazu einen Post eröffnen zum Kurs, wo ihr dann vielleicht euch Feedback einholt, wie setzt ihr das um, wie macht ihr das und dann gehen wir zusammen in den Austausch. Wir können auch gerne noch ein Live-Event dazu machen zum Kurs, wo man nochmal in den erweiterten Austausch geht. Dafür ist die Community da. Also ja, wirklich meine Empfehlung, das ist auch keine tote Facebook-Gruppe, die geht richtig ab, die Community. Es sind schon geile Leute mit am Start. Gönnt euch einfach nur 1 Monat. Und noch etwas, wenn ihr in der Community seid, gibt's noch, falls ihr auf die Vertriebsoffensive wollt, 2 Tickets on top mit dazu, Executive. Aber alles dann in der Community, einfach mal 1 Monat dabei sein und dann könnt ihr immer noch entscheiden. In diesem Sinne würde ich sagen, bis bald, wir sehen uns in der Zukunft oder in der Community.